Leute, wir müssen wirklich reden. Denn wir lassen das jetzt einfach mal mit dieser komischen Begrüßung mal anfangen. Ich meine, ihr wisst, wer ich bin. Ich weiß nicht unbedingt, wer ihr seid, aber ich meine ja nur, ich fühle mich bei so einer Begrüßung nämlich immer wie so ein komischer Minecraft-Let's Player oder sowas. Aber außerdem ist mir etwas beim letzten Video aufgefallen. Nutte. Was? Was? Ich glaube, Leute, ihr seid schüchtern geworden, ja? Immer so 400 bis 300 Likes auf die letzten Videos und dann das letzte irgendwie nur 200 oder sowas? Ihr habt euch gehen lassen. Ich meine, diese 5 Sekunden, das schafft halt auch nicht jeder, diesen Mausklick da zu machen, ja? Also ich meine, generell so, ja? Viele sparen sich ja auch ihre Likes einfach so für gute YouTuber auf, die das nur halt zum Spaß machen oder so, ne? KS-Freak oder so, ne? Der macht das ja nur so zum Spaß, ja? Der denkt sich bei jedem Like immer so, wow, das motiviert mich jetzt echt ein neues Video rauszuhauen. Aber bei mir, ne? Ich mach das ja seit Jahren schon professionell, Dicker. Das ist egal. Kommt schon. Das vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Ich brauche vielleicht ein paar Stunden, um mir das Video auszudenken. Dann nehme ich das noch eine Stunde auf und dann bearbeite ich das noch vielleicht ein, zwei Stunden und dann lade ich es auch ein paar Stunden hoch. Ja, ich meine, dieser eine kleine Mausklick, der vielleicht 5 Sekunden dauert, der ist ja schon echt viel verlangt. Ist wirklich nicht möglich. Und ich meine, man kann ja auch nicht jedes Video von mir liken. Also es ist zwar technisch möglich, ja. Also wer diese 5 Sekunden für mich nicht investieren will, gar kein Ding, Dicker. Gar kein Ding. Vielleicht das nächste Mal oder auch nicht das nächste Mal, ist auch nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt übrigens auf Snapchat gemacht, weil da ziemlich viele Leute nachgefragt haben und ich jetzt ein neues Handy habe. Deswegen edit mich da einfach, Z. Charlson heiße ich da, und da erfahrt ihr ganz coole Sachen aus meinem Leben und da poste ich Bilder von mir, wie ich mich cool darstelle und wo ich eigentlich gar nicht so bin, aber man kann es jedenfalls versuchen. Edit mich da einfach, ja, ich kann auch jetzt dieses komische Bild da einfügen, was man da bei Snapchat hat, das ist gay, Alter, scheiß drauf, ja, edit mich, Z. Charlson ist die Adresse, fertig ist, ja. Aber ich meine, wenn ihr diese 5 Sekunden für den Like-Button schon nicht übrig habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich eh nicht machen, ne, nicht wahr? Ja. Aber naja, Leute, ich war letztens auf einer Geburtstagsparty. Digga, warte, die Story ist fake, man, als ob Charlie mit roten Haaren rausgeht, Alter. Leute, es war schon lange dunkel, okay? Außerdem hatte ich eine Kapuze auf. Falls ihr übrigens wissen wollt, wo ihr der Pullover ist, der ist von 3D Supply, ganz oben in der Videobeschreibung. Wer braucht schon Get On My Level oder Best Player EU Pullover? Das ist der Shit. Also ja, Leute, ich war auf einer Geburtstagsparty und es war schon dunkel. Denn wir sind, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Stunden zu spät gekommen, weil ein Kollege noch ein Fußballspiel hatte und den musste ich mitnehmen und naja. Der Kollege von mir und ich haben erstmal auf dem falschen Grundstück geparkt, Alter. Und auf einmal kommt da so ein mittelalter Typ, sag ich mal, so ein richtiger Rocker, könnte man sagen, ja? Mit so grauen Haaren und Tattoos und sowas alles auf uns zu. Und er sah schon nicht so nett aus, sondern er dann so, Jungs, die Party ist da hinten. Soll ich euch zeigen, wo da hinten ist? Und wir dann so, yo, alles gut, Dicker, alles gut. Und als wir dann angekommen sind, hat sich dann mein Kollege dann da auf so eine Bank gesetzt, die eigentlich schon total voll war, aber wollte unbedingt sitzen, deswegen hat er sich da auch hingechillt. Deswegen, ja, habe ich gedacht, okay, setze ich mich dann da auch hin, ja. Habe ich mich dann auf die Bank gegenüber gesetzt, neben so eine Tussi, ja, die ich nicht kannte. Dann haben er und ich uns so ein bisschen mit der unterhalten und die war eigentlich schon ziemlich nett, so als wir mit der geredet haben, ja. Auf einmal kommt schon das besoffene Geburtstagskind, sag ich mal, auf uns zu. Und er brüllt mir dann auf einmal ins Gesicht. Ey, Max, findest du nicht, dass Jesse mega heiß ist? Und ich bin so, Digga, Tim, chill mal, ja. Bevor ich ausreden konnte, brüllt er dann noch lauter, hey, das ist UX Charlie, er hat 3000 Abonnenten auf YouTube. Und die dachte sich dann bestimmt, wow, Digga, 3000 Abos auf YouTube, Respekt, Bruder. Das schafft er jetzt auch nicht unbedingt, doch, das schafft eigentlich jeder. Dass ich mit so einem heftigen Typen zu tun habe, Alter, boah, heftig. Und sie hat dann ganz nett gefragt, was für Videos machst du denn? Versteht mich jetzt nicht falsch, Leute, ja, es ist nicht schlimm, wenn mich irgendwelche Leute im echten Leben jetzt irgendwie darauf ansprechen, weil ich YouTube-Videos mache oder so. Nur ist es bei 99% der Leute, die danach fragen, einfach so, dass sie überhaupt gar keinen Plan von YouTube haben. Wenn ich dann sage, ja, Digga, ich mache Call of Duty Video. Dann stellen die sich wahrscheinlich immer sowas vor. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Let's Play Black Ops 3. Wir spielen jetzt in diesem 3-Stunden-Part die Mission Eisendrache durch. Los geht's. Huch, ja, da hat er mich jetzt getötet. Wie hätte ich jetzt besser laufen können? Ah, den habe ich leider nicht bekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Wo ist denn der Bastard? Ah, du blöde Jan. Wisst ihr, ich glaube, so stellt man sich einen Call of Duty YouTuber vor, wenn man davon keine Ahnung hat. Und damit assoziiert werden, Leute, ich habe schon rote Haare, ja? Rote Haare plus Call of Duty Let's Play, Digga. Ja, ich glaube, noch uncooler geht's nicht. Aber als ich das dem Mädchen da fertig erklärt hatte, kam dann ihre Freundin noch zu diesem Tisch. Und sie dann so, hey, das ist Max, der macht YouTube-Videos. Und sie dann so, ja, ich glaube, ich habe dich mal bei meinem Bruder gesehen. Der guckt deine Videos, glaube ich, auch. Und ich dachte nur so, Digga, willst du mich verarschen? Digga, wollt ihr mich... Nach ein paar Minuten, nachdem ich noch mehr bei YouTube gefragt wurde, bin ich dann einfach zu meinem Auto gegangen. Ich habe dann einfach so gesagt, Digga, fährst du jetzt einfach nach Hause oder versuchst du den Abend wirklich jetzt ohne Alkohol noch weiter zu überleben? Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, dass ich ja noch einen Noteffekt im Handschuhfach habe. Das habe ich dann getrunken und danach wurde meine Laune um 100% verbessert. Also Leute, habt immer einen Noteffekt im Auto. Ich kann es euch nur raten. Ihr wisst nie, wann ihr es mal braucht. So, das war's denn jetzt aber auch. Vielleicht schafft ihr es ja sogar dieses Mal, diesen kleinen Like-Button da zu treffen. Digga, wenn du Eier hast, ne, du klickst jetzt auf diesen Button. Digga, ich schwöre, Digga, wenn du Eier hast, ne, wenn nicht, Digga, du musst aus Alster trinken, Digga. Oder, Digga, du wirfst an UX Styler sein Haus Eier dran, Digga. Komm, versuch, Bruder, komm, versuch. Nee, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vala Morghulis. Hey, full nigga, ever got a job, I got a gun, nigga. Only if you have, whoop, then you run, nigga. Jede Tasse Kaffee kann Spuren auf den Zähnen hinterlassen. 3000 Abonnenten auf YouTube. Ah, du blöde Art.